Recht herzlich willkommen zur 242. Folge von Towns. Ja, Wasserräder hatten wir gesagt letztes Mal, sind noch nicht fertig, wird noch dran gearbeitet. Ich hoffe, es wird wirklich dran gearbeitet, bin jetzt echt am Überlegen, aber man sieht das natürlich auch gar nicht, ne? Ob da unten jetzt was drin ist oder nicht, ne? Ist ein bisschen schwierig. Können Sie ja nochmal anschmeißen und hoffen, dass es dann vielleicht gemacht wird. Da war doch gerade einer, oder? Keine Ahnung wo. Ich habe es nochmal gemacht und will hoffen, dass es dann besser geworden ist. Weiß man aber nicht. Und naja, dann gucken wir mal weiter. Wir waren ja im Erdgeschoss auch noch und da sollte ja noch was befreit. Oh, da war einer am Becken. Hier. Wo arbeitet er? Gute Frage, ne? Es gibt viele Stellen, die hier angemarkert sind, aber wo ist jetzt die Frage? Letztens waren wir hier. Aber da ist auch einer gestorben, aber ich glaube, das war schon vorher, oder? Hier haben wir auch noch was. Da haben wir noch was. Ja, jetzt ist die Frage, wo er am Bauen ist. Wir können das aber auch ganz einfach feststellen, indem wir den Bergmann nehmen oder die Bergleute und mal gucken, der läuft da lang. Ah, das war vielleicht jemand, der da jetzt Pick-Pick macht. Genau, hier geht's weiter. Und ist da was drin? Nicht wirklich. Wir können aber gleich zusehen, dass wir das dann da auch nochmal markieren. Das haben wir schon. Hier wird auch noch gemacht. Dann machen wir da auch noch was. Ja. Gucken wir da nochmal rein. Gut, der wurde weggemacht. Und wo geht der hin? Keine Ahnung. Und da wird woanders gearbeitet. Ah, wo geht der hin? Oh, hier müssten wir mal eine Bohrung machen, würde ich sagen. So. Weil der läuft hier quer durchs Land. Hier kann man auch durch. Okay, da wird er jetzt vielleicht auch arbeiten. Nee, doch nicht. Er geht noch woanders hin. Macht er da oder wo? Ja. Da ist auch nicht schlecht. Aber okay, da ist ein anderer am Arbeiten. Deswegen konnte er da nicht mehr arbeiten. Auch cool, ne? Ja, mach mal so. Hier müssen wir auch irgendwo durchgraben vielleicht. Oder müssen nicht, aber können wir. Ja, komm, so. Da haben wir schon was gesagt. Hier könnte man auch noch was machen. Ja, es wird viel gerade gearbeitet hier unten. Hier war ja auch noch was, ne? Ja, sind an vielen Stellen Möglichkeiten zu buddeln. Hier haben wir auch. Und da auch noch was hin. Hier ist jetzt nicht so. Obwohl hier auch wieder ist, ne? Hier könnte noch was sein, so sollen wir mal graben. Hier geht auch noch was. Obwohl, da machen wir da, lass mal. Da ist ein Durchgang. Hier könnte man noch einen Durchgang gerade buddeln. Ja. Ist die Frage, wo die drei jetzt am Buddeln sind, ne? Er ist oben. Der ist unten. Jetzt ist die Frage, wer macht gerade was, ne? Ah, da geht's. Machen wir da weiter und da auch. Okay, da muss man ganz weit rumlaufen. Das ist nicht gut. Wo geht diese Person jetzt hin? Hier und buddelt da weiter. Kommt noch der zweite, der da auch noch gräbt. Aber geht dann woanders hin. Kommen wir mal hier noch einen Tunnel, vielleicht geht das besser. Ja, irgendwo war wieder einer am Picken, aber keiner weiß, was er machte oder wo er es machte. Ja, der geht noch irgendwo hin.
frag dich, wo da was durchgebuddelt werden muss, ne? Ist da? Was macht der überhaupt hier? So, unser Händler ist immer noch da, sehe ich gerade. Okay, der braucht noch 41 von den Dingern. Frag dich, ob die alle da aufgehoben werden dafür. Die Person ist oben, die Person ist hier unten, läuft auch gerade irgendwo hin, um zu buddeln, würde ich sagen. Gucken wir mal, wo das ist. Okay, da. Na, da ist nichts zu holen. Ja. Andere Seite. Sieht auch mau aus. Läuft jetzt wieder weg. Da ist die Frage, wo diese Person jetzt hinläuft. Gucken wir diesen hier an, der da lang läuft. Okay. War auch weggemacht. Hat noch einen Buddelauftrag oder? Glaube nicht mehr, ne? Geht auch hoch wahrscheinlich. Gucken wir mal schnell nach. Die ist oben. Ah, die ist hier, okay. Machen wir da nochmal weiter dann. Und geht hoch, oder? Ja. Geht nicht unbedingt hoch, buddelt irgendwo hier. Weil da ist eine Sackgasse. Okay, da wird gebuddelt. Okay, zwei noch. Hat gut geklappt. Ja, okay. Läuft wahrscheinlich dann hoch, ne? Ja. Läuft da oben lang, aber geht nach unten. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Irgendwo wird gearbeitet, aber wo? Okay. Geht hier hinten hin oder was? Das habe ich als letztes angemarkert, ne? Naja, ne, der eine Stein, und dann wird das länger dauern. Und mal gucken, wo das gemacht wird, ne? Geht wahrscheinlich wieder hoch. Okay, wo geht der denn jetzt hin? Da ist das große Wasser zwischen. Und gleich mittendrin fällt ihm dann ein. Oh, ich gehe wieder zurück. Da oben den einen. Gut. Das war jetzt auch nicht so der Bringer. Ah, da ist ein Geist. Da ist das aufgestanden oder so. Da ist noch ein Geist. Okay, da kommt er. Und? Hoffentlich nur einen und nicht beide, nur einen. Hat geklappt. Wunderbar. Hier geht's weiter. Und wohin? Zu diesen beiden da. Kann sein, kann sein. Beide oder einen? Ein super geil, oder? Und das zweite Gespenst, ist das noch dran? Nee, ne? Ne, ich glaube nicht. Kommt man nicht vorbei. Läuft woanders lang. Nee, da ist ja noch was hier. Okay. Läuft.
Nächster Abbauort. Ist hier unten Gold. Okay. Muss da rein, aber nix. Auch nix. Ja, da hat nichts gebracht. Baut noch einen ab hier. Hier wird noch abgebaut, aber das wird auch nichts. Platzwechsel. Und macht er alle. Die sind alle weg. Und wo läuft der lang? Oder hin? Links hier hoch? Ne, ne? Ne, da war das nicht. Ach, hier geht's hoch. Und da geht's ja auch runter, sehe ich gerade. Da haben wir ja gar nicht mehr geguckt, aber da wird nichts passieren oder passiert nichts, ne? Da können unsere Helden ja mal runtergehen, ne? Dürfen die das? Ja, die dürfen das. Ja, wäre schön, wenn das gehen würde, ne? Aber geht wahrscheinlich gar nicht. Wegen fehlender Treppe oder so wieder wahrscheinlich. Okay. Das bedeutet, wir machen mal hier noch eine Treppe hin. Gucken, ob wir da besser mit klarkommen dann. Wer buddelt jetzt hier? Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Kann man hier eine Prio draufsetzen? Nicht wirklich. Oh, da gibt es noch einen Gegner. Der war aber wirklich einzeln eingemauert dann, ne, oder? Das war ja jetzt der Bringer. Und hat es auch noch erwischt. Ja, damit haben wir nur noch zwei. Wie ist es denn überhaupt hier so? 51% und der Vampir, der ist jetzt hier ein bisschen gefährlich. Super, oder? Da kommt aber ein Held, der kann das ja mal gerade erledigen, oder? Ah, der hat es auch erledigt. Ein Schlag und der war tot, das heißt, traurige Geschichte, dass unser Bergmann hier so gestorben ist. Echt ärgerlich. Naja, aber ist so. Da war der wirklich einzeln eingeschlossen. Ja, so ist das halt im Leben. Der ist da oben, das heißt, es kann nur der zweite sein, der noch Pick-Pick macht. Da. Und da. Machen wir da noch so. Und geht er wieder hoch wahrscheinlich, ne? Oder die? Ne, doch noch nicht. Bin noch abgebaut. An irgendeiner anderen Stelle. Immer diese weiten Wege, die gelaufen werden. Aber da ist noch ein Geist und da ist auch noch einer. Ja, doch. Ja, die Geister werden, glaube ich, geschlagen, ne? Ja. Und leider geht es nicht mehr weiter, sondern wieder hoch. Alles gut. Und hier? Okay, da geht es in den Keller. Aber wir können gerade mal nach dem Wasserrad gucken, aber da ist auch nichts passiert. Stellt sich die Frage, ob die da nicht hinkommen, aber doch, die müssten da hinkommen, oder? Ja, vielleicht doch nicht. Lass uns mal hier Destroy Evergrade's Wall. Vielleicht hat es damit zu tun. Das ist natürlich die Frage, doch haben wir richtig gemacht. Müssen wir nur nachher wieder den Stein hinsetzen, dass wir den dann nochmal neu bauen. Falls das das Problem ist, dass die das Wasserrad da nicht hinbringen können. Aber hier sind ja keine, die da rumliegen, oder? Ja, die werden ja aus Holz gemacht, oder? Wahrscheinlich. Gut, nochmal hier geguckt, wo der jetzt ist. Ah, da unten, okay. Der Geist ist da noch. Aber das klappt wohl nicht. Läuft woanders hin. Wahrscheinlich wieder hoch. Da machen wir auch nochmal einen Durchgang, oder?
Man weiß nicht, ob das Sinn macht, da lang zu gehen. Aber ist halt so. Ja, gut. Müssen wir weiter gucken. Nächste Folge. Schauen wir mal, ob wir hier das hier offen kriegen, nach unten weiterhin, ob das irgendwie klappt. Und ja, dann würde ich sagen, falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das. Falls ihr der Folge einen Gefallen abgewinnen könnt, gebt einen Daumen hoch und die Glocke, falls ihr das nächste Video erinnert dran werden wollt. Und dann sage ich mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!